Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal Kozuki One Piece. Das Format heißt One Piece Arc Stärke Level und es geht darum, dass wir verschiedene Arcs unter die Lupe nehmen. Dabei gehen wir natürlich nach der Reihenfolge und wir schauen, welche 13 Charaktere dort in dem Arc am stärksten waren und sortieren diese 13 Charaktere nach ihrer Stärke. Und dazu nutzen wir das Diagramm und ich würde sagen, die Unterschiede zwischen den Balken sollte man nicht so ernst nehmen, da es ab und zu vielleicht zu kleinen Schwankungen kommen sollte, die nicht gewollt waren, aber es dient zu visualisieren, damit ihr eigentlich unsere Argumente auch versteht und wisst, wieso dieser Charakter auf diesem Platz platziert ist und wieso sein Balken genau so und so hoch ist. Auf jeden Fall habe ich heute mit dabei Makanko und wir betrachten die komplette East Blue Saga. Wir haben uns eine Liste gemacht und wir werden euch die 13 Charaktere nun vorstellen. Also würde ich sagen, Makanko, Bruder, fang bitte an. Okta war der Schwertkämpfer der Allen Piratenbande. Er hat im Kampf 6 Schwerter benutzt, die alle 300 Kilo schwer waren, was für damalige Verhältnisse schon ziemlich stark war. Er hat im Kampf gegen Zoro gezeigt, dass er ihm maßlos unterlegen ist, obwohl Zoro sehr schwer verletzt war. Trotzdem gehört er mit seinen Fähigkeiten zu den stärksten Charakteren aus dem East Blue und war für damalige Verhältnisse ein sehr starker Kämpfer. Deshalb ist er in unserer Liste drin. Etwas über Okta sehen wir Schwarzgurt. Das liegt daran, dass Schwarzgurt gegen Sanji echt eine sehr gute Leistung abgeliefert hat. Er hat gezeigt, was er mit seinem Fischmenschen-Charakter alles drauf hat, hat Sanji erfolgreich zurückgedrängt und hat es sogar geschafft, dass Sanji auf sein Äußeres geht und ihn schlussendlich dennoch geschafft hat zu besiegen. Okta stattdessen hat es nicht geschafft, einen verletzten Zoro zu besiegen, der die Verletzung am selben Tag erlitten hat und vor dieser Verletzung hatte selbst Along Respekt. Deshalb muss ich hier sagen, wenn man die Leistungen miteinander vergleicht, muss man echt sagen, ein Schwarzgurt ist da wohl ein Ticken stärker als Okta. Captain Black war der Captain der Blackhead Piratenbande. Er hat im Kampf 2 Handschuhe mit jeweils 5 Klingen eingesetzt. Er konnte eine Art imperfekte Rasur, den sogenannten Todesbuckel, einsetzen. Ruffy konnte ihn am Anfang überhaupt nicht treffen, was an dieser Rasur lag. Aber Captain Black konnte nicht sehr viel einstecken und wurde am Ende mit einer Kopfnuss besiegt. Trotzdem einer der stärksten Charaktere aus dem East Blue, laut Oda sogar der zweitintelligenteste Charakter nach Ben Beckman. Don Krieg wurde der Pate vom East Blue genannt und befehligt 5000 Männer, was schon für seine Stärke spricht. Mit seiner Goldrüstung, seinem Superspeer und seinem MH5-Gas, was das stärkste Gas im East Blue ist, ist er wirklich ein sehr gefährlicher Charakter. Auch hat er natürlich auch eine höhere Körperkraft, was er im Kampf gegen Ruffy auf jeden Fall bewiesen hat. Jedoch unterlag er Ruffy zum Schluss, da Ruffys Wille einfach unbrechbar war zu dem Zeitpunkt, was auch Jeff erwähnt hatte. Und deshalb hat er halt schlussendlich doch Don Krieg besiegt, aber Don Krieg war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon echt stark. Sanji ist der Koch der Schrotbande und ist Ruffy im East Blue beigetreten. Er konnte Schwarzgurt, den unserer Meinung nach stärksten aus der Along-Bande, besiegen und konnte danach noch relativ gut weiterkämpfen. Wir sind der Meinung, dass Sanji Captain Black besiegen könnte, weil er zwar schnell ist, aber nicht viel aushalten kann und Sanji mit einem gezielten Tritt ausschalten könnte. Bei einem Don Krieg sieht es ähnlich aus. Er hat zwar sehr starke Waffen und ist mit seiner Rüstung auf einem sehr guten Level, aber Sanji könnte gezielt seine Waffen angreifen und diese zerstören oder ihm ausweichen und ihn direkt angreifen, wo er nicht geschützt ist. Natürlich ist Don Krieg im Nahkampf auch sehr stark, aber er ist nicht so geübt darin, im Nahkampf zu kämpfen wie ein Sanji, der nur mit seinen Füßen kämpft. Deshalb sehen wir Sanji über diesen 2 Kapitänen. Einen Ticken stärker als Sanji finden wir Jin. Der Grund dafür ist, dass Jin nicht ernst gemacht hat im Kampf gegen Sanji. Erstens, es sah wirklich sehr ausgeglichen aus und wir müssen sagen, Sanji hat auf jeden Fall ernst gekämpft, da Sanji wollte, dass der Traum von Jeff hier nicht untergeht. Aber ein Jin hatte keinen Grund, wirklich ernst zu machen und ein Grund ist nicht, dass sein Captain ihm das befehlt hat. Wir haben gesehen, der Charakter von Jin lässt es nicht zu, seine Ehre zu beschmutzen und seinen Retter wird er hier auf jeden Fall nicht besiegen, was wir auch an seinen fortlaufenden Handeln gemerkt haben. Er hat nämlich Sanji vor der MH5 Giftgasrakete beschützt und das sollte eigentlich schon Grund genug sein, weshalb wir glauben, dass Jin nicht ernst gemacht hat gegen Sanji. Wir glauben, dass Jin, falls er ernst gemacht hätte, auf jeden Fall einen Sanji besiegen hätte können. Buggy war der Kapitän der Buggy Piratenbande und war Ruffys erster richtiger Gegner im East Blue. Er hat die Trenn-Trenn-Frucht gegessen und kann seine Körperteile abtrennen und ist quasi immun gegen Schnitte und kann durch diese nicht verletzt werden. Er benutzt oft hinterlistige Tricks im Kampf, wie zum Beispiel seine Messer, die er werfen kann, oder seine Buggy-Kugel, mit der er laut seiner Aussage eine ganze Stadt verwüsten kann. Buggy hat im Endeffekt auch nur gegen Ruffy verloren, weil er damit seine Körperteile zusammengebunden hat und er sich nicht mehr vollständig zusammensetzen konnte. Dadurch war er für Ruffys Bazooka ein leichtes Ziel und wurde weggepustet. Buggy hat auch dazu eine Menge Erfahrung, er war immerhin bei Gold Roger in der Crew und ist auch schon seit Jahren Pirat. Er wird von sehr vielen unterschätzt, weil er einer der ersten Gegner im East Blue war, aber dafür hat ihn Ruffy auch nur mit Hilfe besiegt, was bei vielen anderen überhaupt nicht der Fall war. Deshalb sehen wir ihn auch über zum Beispiel Captain Black, weil dieser mit seiner Geschwindigkeit zwar Buggy schneiden könnte, aber es gar nichts bringen würde. Oder zum Beispiel Ando Creek, der nur seine Rüstung hat und Buggy eigentlich mit seinen abgetrennten Körperteilen und seinem Messer eigentlich relativ gut seinen Kopf zum Beispiel angreifen könnte, um ihn zu besiegen. Und das zählt auch für andere Charaktere. Buggy hat mit seiner Frucht ziemlich gute Chancen gegen andere Charaktere und er ist auch ein ziemlicher Trickser im Kampf, was ihn gegen viele einen Vorteil bringt. Unserer Meinung nach ist der stärkste Antagonist in der East Blue Saga, den Ruffy besiegt hat, Along. Das haben wir auf jeden Fall sehr schön am All-Out-Kampf erkennen können.
Ruffy musste bis ans Äußerste gehen, um Arlong zu besiegen. Hinzu hat Arlong auf jeden Fall noch mit seiner Nase den Schwert von Zoro auf jeden Fall getrotzt. Hinzu kommt, dass Arlongs Körper sehr robust ist. Viele aus der Liste davor konnten gar nicht ein Arlong wirklich schaden. Deshalb denke ich, hat Arlong auf jeden Fall es verdient, über den ganzen Charakteren davor zu sein. So, kommen wir nun zu unserem geliebten Captain Ruffy, Captain der Schrotbande. Er hat in Eastblue seine Leute zusammengesucht, wir kennen die Story. Jetzt kommen wir mal zu seiner Kraft. Mit seiner Gum-Gum-Frucht hat er auf dem Weg durch den Eastblue schon sehr starke Gegner besiegt. Zum Beispiel die schon erwähnten Buggy und Arlong. Von Ruffy haben wir auch mit am meisten gesehen, was den Eastblue angeht, also können wir ihn sehr gut bewerten. Er hat ja jeden Gegner besiegt, bis auf Smoker, der halt ein Logia-Nutzer war und zu dem Zeitpunkt auch für ihn unmöglich war zu besiegen. Da kann er ja nichts. Ich meine, ohne Haki hätte damals niemand was machen können. Ansonsten war Ruffy sehr, sehr stark und war schon damals halt ein gefürchteter Pirat. Im Eastblue. In der Eastblue-Saga finden wir Zoro stärker als Ruffy. Das liegt daran, dass Zoro eine Kampfkunst gemeistert hat und das in seiner Kindheit und sozusagen weniger braucht, um mehr zu erreichen. Ruffy muss nämlich immer wieder draufhauen, um seinen Gegner zu besiegen und Zoro kann das gezielt mit Technik einfach erledigen, wenn man Zoro wirklich will. Und Leute, Zoro hat es echt geschafft, nach einer Verletzung vom Mihawk immer noch sich echt gut zu schlagen, weshalb wir echt sagen müssen, zu Eastblue-Zeiten finden wir auf jeden Fall noch einen Zoro stärker als Ruffy insgesamt. So, kommen wir nun zu Smoker. Er war damals Kapitän in Oak Town stationiert. Er war in der Stadt als Teufel bekannt, weil er halt übertrieben stark war und jeden Piraten, der die Insel betreten hat, besiegt hat. Er konnte ohne Probleme Ruffy besiegen und musste dafür eigentlich mal wirklich seine Teufelskräfte einsetzen. Als er sie doch benutzt hat, hatte Ruffy keine Chance gegen ihn. Immerhin hatte Ruffy damals kein Haki drauf und konnte ihn somit nicht mal anfassen. Buggy und Alvida wurden von ihm auch leicht ausgeschaltet und er wurde von Dragon aufgehalten. Ansonsten hätte er Ruffy einfach festgenommen und Ruffy wäre nie auf die Grand Line gekommen. Was man hier noch erwähnen könnte, ist, dass er von der Rauchfrucht gegessen hat, weil die zu den Logia-Früchten gehört. Und dass er eine Yeet hat, die einen D-Schwert an der Spitze hat, mit dem man Teufelsfruchtnutzer ausschalten kann, wenn er diese damit berührt. Außerdem hat Smoker beschlossen, Ruffy zu verfolgen, nachdem dieser auf der Grand Line war. In der East Blue Saga gab es auf jeden Fall einige Charaktere, die dafür gesorgt haben, dass das Level der Kraft auf jeden Fall gesprengt wurde und eines dieser Charaktere war meiner Meinung nach Monkey D. Dragon. Dieser ist nämlich wirklich sehr stark. Er hat dafür gesorgt, dass Smoker seinen Angriff unterbrochen hat und Ruffy fliehen konnte. Also hat er sich aktiv an der Story beteiligt, weshalb er hier auf jeden Fall in der Liste auch vorkommt. Er würde jeden anderen in der Liste, der davor vorkam, auseinandernehmen. Das ist uns klar, aber genaueres zu seiner Kraft können wir nicht sagen, weshalb wir ihn heute mal auf Platz 2 packen. Falkenauge Mihawk ist der beste Schwertkämpfer der Welt und unserer Meinung nach der stärkste Charakter, der im Eastblue aufgetreten ist. Er hat Don Krieg auf der Grand Line verfolgt und dieser dachte, dass Mihawk eine Teufelsrute gegessen hat, weil er sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie ein Mensch ohne Teufelsrute überhaupt so stark werden kann, wie ein Falkenauge ist. Zoro dachte, er hat gegen Mihawk eine Chance, aber er hat ihn ganz schnell gezeigt, wo sein Platz ist und hat ihn ohne weiteres besiegt. Mihawk gehört auch allgemein zu den stärksten One Piece Charakteren überhaupt. Wir können nicht genau bewerten, ob er stärker als Dragon ist oder nicht. Wir haben mal Mihawk über Dragon gestellt, weil wir von nie mehr gesehen haben. Trotzdem kann es sich in Zukunft herausstellen, dass Dragon doch stärker war als Mihawk, aber das können wir natürlich nicht wissen. Deshalb haben wir Dragon aufgrund fehlender Infos unter Mihawk platziert. Das heißt, Mihawk ist der stärkste Charakter aus dem Eastblue. Nun sind wir auch zum Ende dieses Videos angelangt und ich hoffe, dieses neue Format hat euch gefallen. Falls ihr eigene Ideen noch mit einbringen wollt oder eine eigene Liste habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Auch könnt ihr uns mitteilen, ob ihr dieses Format mögt oder nicht. Und wir werden auf jeden Fall die weiteren Arcs auch noch durchgehen. Also Leute, haltet eure Augen offen und wir werden uns bald wiedersehen in einem neuen Video auf meinem Kanal. Kozuki One Piece.